Ja, hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Crash Bandicoot Fangame. Das mittlerweile vierte müsste das mittlerweile gewesen sein. Und wie gesagt, ich kann es von Folge zu Folge immer nur wieder erwähnen. Ich hätte niemals gedacht, dass es im Abstand so viele Crash Bandicoot Fangames gibt. Das hätte ich, um ehrlich zu sein, nicht wirklich gedacht. Naja, gut. Auch hier Grafik komplett anders wie bei dem davorherigen oder bei den anderen. Unterscheidet sich schon mal ziemlich stark, finde ich. Checkpoint. Ja. Auch wenn er ein Unity-Spiel. Wow! Wow! Okay. Ich darf natürlich nicht all mein Leben verschwenden. Ey, oh. Better luck next time. What the fuck, Alter? Wie sah denn dann gerade der alte gute Cortex aus? Gut, dann spielen wir es halt doch mal nochmal von vorne. Macht ja auch nichts. Ist ein bisschen unsauber teilweise ausgeschnitten. Beziehungsweise der Controller, der da, naja, eingeblendet ist, der ist schon dezent etwas nervig vielleicht, aber nur ein bisschen. Aber die Farben finde ich geil. Richtig schön strahlende Farben. Ach, scheiße. Nur die Welt ist schon mal echt schön gestaltet. Von dem, was wir jetzt hier gesehen haben mit dem Wasser hier und mit... Macht schon was her, finde ich. So, jetzt darf ich den Jump'n'Run aber nicht nochmal verkacken. Oh. Oh, die Steuerung ist ein bisschen schwammig. Ach, guck mal, ich kann noch ein bisschen sliden. Oh, was ist denn da? Also, du rutschst ja wirklich direkt ab. Das ist ja ätzend. Wie soll ich denn die Jump'n'Run-Passage schaffen? Mit der Steuerung, Leute. Kann mir das mal einer verraten? Also die Steuerung ist halt mal wirklich echt scheiße. Wenn du landest, springt er irgendein Teil wohl irgendwie noch ein Stück nach vorne. Oh Gott, schon wieder verkackt. Ein Versuch machen wir noch. Ein letzter Versuch, Leute. Bis wir Game Over gehen. Ja, auch das Rating zum Spiel befindet sich dann wieder in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal auschecken, wie mir das Spiel so gefallen hat. Aber gerne dürft ihr mir auch eure Meinung zu diesem Game einfach mal in die Kommentare schreiben. Eins habe ich tatsächlich noch in der Hinterhand. Ein Crash Bandicoot Fangame. Was, nochmal von der Grafik. Ach, das. Oh, das kann ja wohl nicht wahr sein. Was von der Grafik nochmal etwas anders. Das kannst du. Oh Mann, also die Steuerung. Das Gameplay ist wirklich echt verhunzt. Leute, tut mir echt leid, ja. Wenn ihr wieder vielleicht weiterkommt. Ja, aber keine Ahnung. Versucht es. Ich pack's nicht. Gut, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dann.